So, hallo zusammen, ich bin's wieder, Kind of Music. Und zwar, heute werden wir zu den vorangegangenen Videos nochmal anknüpfen an eine neue PHP, an ein neues PHP-Video. Und zwar werde ich ein Gästebuch erstellen. Das ist eigentlich recht interessant, muss ich sagen. Vor allen Dingen, weil auch viele User, die Gästebücher auf ihrer Seite nutzen, vor allen Dingen auch als Kommentarsektion beispielsweise, funktioniert das auch wirklich sehr gut. Und da hab ich mir mal gedacht, machen wir doch heute mal ein kleines Tutorial, wie man denn so ein Gästebuch schreibt bzw. designt. Aber bevor ich anfange, möchte ich noch eine Kleinigkeit, auf eine Kleinigkeit hinweisen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass ich in den vorherigen Videos die Auflösung ein bisschen schlecht eingestellt habe und deswegen man nicht wirklich was erkennen. Das heißt, bitte stellt das auf 720 Pixel bei YouTube HD, dann kann man das wirklich einwandfrei erkennen, muss ich sagen. So, ich bin ein bisschen erkältet, deswegen seid mir nicht allzu böse, wenn ich das Video ab und zu mal kurz pausieren muss, falls ich niesen muss oder sonstiges. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Das heißt, mal kurz zum Standpunkt: Wir waren dabei, wir haben auf unserem Localhost eine Login-Form gebastelt, konnten uns da einloggen mit dem Benutzernamen Flo und dem Passwort Hallo. Sollten ja aber was falsch schreiben und ich logge mich ein, wurden meine Daten nicht gefunden. Falls der Benutzer, den ich hier habe, ein falscher ist, dann existiert der Benutzer nicht. Und falls alles richtig ist, steht hier einfach nur Login erfolgreich. Und die Session wird gesetzt. Das heißt, wenn ich jetzt auf die Index gehe, naja, das habe ich noch gar nicht gemacht. Naja, das wird jetzt auch nichts zur Sache. Auf jeden Fall muss ich hier dann auf logout.php, um mich auszuloggen. Wenn ich dann nochmal auf die Seite gehe, steht hier, sie sind bereits ausgeloggt. Das war das, was wir bis jetzt gemacht haben mit den Sessions. Genau. Und zwar werde ich jetzt bei der Login, wo hier steht jetzt Login erfolgreich, auf diesem member.php mal eine kurze Weiterleitung rein. Und zwar funktioniert das mit Echo. Ich mache das mal mit einem Meta-Tag. Tag http-equiv ist gleich Refresh Content ist gleich. Jetzt, wenn ich mich nicht ganz falsch, entweder die Sekunden oder die Millisekunden. Ich mache hier mal 1 Semikolon und dann die URL, wo wir hin wollen, und zwar auf die member.php. Genau, dann speichere ich das mal. So, gescheit hinsetzen hier. So, ich logge mich auf ein erneutes ein. Flo und das Passwort. Wir sehen, der Login war erfolgreich und jetzt dürfte er mich gleich weiterleiten. Kleinen Moment bitte. Okay. Ach so, hey. Ich habe hier noch die Klammer zu, vergesse ich irgendwie immer. Aktionen wiederholen. Jetzt leitet er mich automatisch auf diese Seite weiter, wo ich hier dieses Bild habe. Mit hier unten Logout, diese Member-Datei. Ich mache mal ganz kurz das Bild meine Höhe von 200 Pixeln, damit man das auch wunderschön erkennen kann. So, jetzt habe ich hier Logout. So, wir wollen aber jetzt hier ein Gästebuch gestalten. Heißt, wir bauen hier drunter das Gästebuch rein. Ich schreibe da jetzt in P Gästebuch. So, das hier wird ein Gästebuch. Jawohl. Mach mal rein. H, ich meine H3. Erkennt man es auch besser.
So, dazu brauchen wir wieder eine Form mit der Aktion selbst submitted und der Methode post, wie gehabt eigentlich. So, jetzt baue ich ein Input-Feld rein von Typ Text mit dem Namen Betreff des Eintrags. Dann baue ich rein eine Text Area mit Rows rein 10, Calls 40, slash Text Area und noch einen Input Type Submit Name eintragen, Value eintragen. Hier bei der Text Area fehlt mir noch der Name. Nachricht. So, schauen wir uns das Ganze mal an. So, sieht jetzt noch momentan nach nichts aus. Das heißt, ich setze diese Form jetzt mal kurz in eine Div. Div ID GB, also Gästebuch, slash Div. Hier oben ist dann diese Style-Teil, die wir letztens schon reingemacht haben. Dazu komme ich jetzt Div, also Member GB, Form Input, wird sein eine Width von 300 Pixel. Line-Height von 25 Pixeln, Line-Height von 25 Pixeln, dann hat man den Input. Was ist das denn jetzt? Kleiner Moment. Okay, waren nur die Nachbarskids. So, Member GB, die Div GB an sich, da bekommt eine Width von 500 Pixel insgesamt und Höhe brauche ich keine. Kommt aber eine Background Color, die erste übrigens, die ich hier reinbaue. Das soll ja nur mal kurz Testzwecken dienen. So, ja, ich sehe es gerade. Mit 300 Pixeln vielleicht ein bisschen hoch und mit 25 ebenfalls ein bisschen hoch. Ja, so ist gut. So, jetzt sage ich noch, dass diese DivGB eine Padding bekommen soll, so von 5 Pixeln. Genau. So. So. Jetzt haben wir die Input-Form. Die hat eine bestimmte Form, also kann ich jetzt eine bestimmte Breite, also kann ich sagen Margin 0 Auto. Das heißt, die Teile werden hier drin. Mal komm. Wieso werden die jetzt gerade nicht zentriert? Oh Mann. Immer dieselbe Schmal, immer dasselbe Schmal, ganz ehrlich. Also momentan sieht es so aus. Naja, das passt auch. Soll hier jetzt erstmal nicht wirklich vom Design her sein, sondern eigentlich nur erstmal zum Anschauen, zum PHP-Teil eigentlich. So. Ich baue da jetzt einfach rein on focus
des.value ist gleich leer und on blur oder blur, keine Ahnung wie man es ausspricht, on blur des.value ist gleich betreff Punkt Punkt Punkt, die Value an sich von der ist betreff Punkt Punkt Punkt. Allerdings sollten wir noch sagen, if this.value ist gleich betreff, Punkt, 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 dann erst soll er mir hier sagen, leer, und bei onBlur ist es das gleiche, if this.value ist gleich leer, dann soll es wieder so ausschauen. Genau. Das Ganze sieht dann so aus. Drin steht Betreff, wenn ich reinklicke, steht nichts mehr drin. Und wenn ich wieder rausklicke, steht nichts. Ebenfalls nicht mehr drin. So, das Ganze geht in der Text Area auch, bloß dass ich bei Zwischentext Area hier reinschreiben will, was ich haben will. Und zwar Nachricht, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann schreibe ich jetzt hier wieder. Obala. Dann schreibe ich jetzt hier wieder rein. Und Fokus ist gleich. Da sehen wir hier mal die falschen noch. If this.value ist gleich Nachricht, Punkt, 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 dann machen wir this.value ist gleich leer und on blur if this.value ist gleich leer sagen wir this.value ist gleich Nachricht, Punkt, Punkt, Punkt. Ihr seht das gar nicht, fällt mir gerade auf. Jetzt dürft ihr das allerdings sehen. Ja. Gut. So. Voilà. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich, was ich hier gemacht habe. Gut. Dann mache ich hier unter der Form gleich meine horizontale Linie. Oh. Ja, nicht in dieser Div. In dieser Div. Jetzt. Sehen Sie, ist da eine horizontale Linie drin. Und jetzt bauen wir den PHP-Code. Ich brauche jetzt übrigens nicht mehr so auf die Zeit zu schauen. Ich habe mittlerweile dieses Feature von YouTube bekommen, dass ich über 15 Minuten Videos hochstellen kann. Das heißt, wir können jetzt beruhigt die Videos machen. Und jetzt am Anfang gleich mal hole ich mir die Value, also den Betreff. Der ist gleich $_post betreff, die Nachricht ist gleich $_post Nachricht, damit es auch ein bisschen sauberer wird. Entschuldigung. Und jetzt noch das Eintragen ist gleich $_post eintragen. So, das altbekannte Spielchen, wenn ich weiß, was ich hier mache, den ersten Teil jetzt hier habe ich bereits in anderen Videos schon erklärt, also einfach mal nachschauen. So, hier jetzt if eintragen, wenn der Button geklickt wird, führe mir wieder was aus, mach das nur dann. Jetzt prüfe ich schnell, ob alles voll ist, also über was drin steht. If betreff and Nachricht, also wenn da was drin steht. Voila, mach mir was. Else echo alle Felder aus. Füllen.
mal gucken, wie weit das so geht. Online 46. Ich wette, ich habe mich gerade irgendwo übel vertan. Pause Error. T-Variable. Online 46. Moment. Unexpected T-Variable. Okay, soweit funktioniert's. Also ohne diesen PHP-Code funktioniert alles. Unterstrich Post Betreff. Okay, soweit funktioniert das noch. Dann schreibe ich das nochmal. Nachricht ist gleich der Unterstrich Post. Nachricht. Oh Mann. Nicht vielleicht verschrieben, habe ich ein Semikolon vergessen, was weiß ich. Naja, jetzt scheint es ja irgendwie zu funktionieren. If eintragen. If. Aber mir fällt gerade was auf, ich muss nämlich noch sagen, if betreff ist gleich. If betreff. Ja, genau, ist nicht. Also wenn der Betreff nicht Betreff Punkt 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 sein ist und die Nachricht nicht gleich Nachricht Punkt Punkt Punkt, dann soll man was ausführen. Und zwar hat das jetzt den einfachen Grund. Klar, Moment, ich erkläre das mal. Der Betreff darf nicht Betreff sein, weil da steht ja Betreff drin. Und die Nachricht darf nicht Nachricht sein, da steht ja Nachricht Punkt, Punkt, Punkt drin. Und da brauche ich jetzt nicht noch reinschreiben, dass sie nicht leer sein darf, weil leer kann sie ja nicht sein. Ich kann sie ja nicht leer lassen, wenn ich da weg, wenn ich jetzt eintragen klicken würde, wäre sie ja nicht leer. Sondern wenn ich jetzt da drauf klicken würde, steht wieder Betreff Punkt, Punkt, Punkt drin. Wisst ihr, was ich meine? Ich zeige euch das mal ganz kurz, wenn ich jetzt hier else schreibe. Echo. Alle Fälle müssen ausgefüllt werden. Weiter. Alle Felder müssen ausgefüllt werden, wie Sie sehen. Weil ja hier drin das drin steht. Also das steht ja praktisch als Value schon vorgegeben drin. Das ist wie wenn ich das hier reinschreiben würde. Das ist gleich, wenn ich sagen würde, ich schreibe jetzt hier Betreff, Punkt, Punkt, Punkt rein. Dann habe ich selbst was reingeschrieben, aber es müssen trotzdem alle Felder ausgefüllt werden, weil das darf es ja nicht sein. Das ist das, was ich gemeint habe damit. So. Dann hätten wir schon mal abgeprüft, damit was drin steht. So. Jetzt verbinden wir uns zur Datenbank. Connect ist gleich MySQL-Connect. Dieses Tutorial hatte ich ebenfalls schon mal über eine Daten mit einer Datenbank. Localhost. Root. Leeres Passwort. MySQL-Select Datenbank. Dazu gehe ich schnell auf localhost/phpMyAdmin.
So. Die Datenbank, die ich brauche, ist Kind of Music. Richtig, sowas. Kind of Music. Richtig. Hier User-Daten lege ich eine neue Tabelle an. GB. Fünf Felder. Wieder mit dieser Technik, die ich euch letztens schon gezeigt habe. Wieder ID, Integer, Index, Primary, Auto Increment. Zweites wird der Name. Wird ein Varchar. Der wird nicht länger sein als 25 Charakter. Also denke ich einfach mal. Dann der Betreff. Das wird nur Text. Die Nachricht. Ebenfalls nur Text. Und dann also machen wir noch das Datum. Natürlich, das wird Watcher. Und das Datum dürfte nicht länger sein als 100 Charaktere. Ich sag speichern. So. Gut, wir haben die verschiedenen Charakter, die verschiedenen Felder jetzt eingetragen. Wir sagen jetzt, Query ist gleich MySQL Unterstrich Query. Und zwar machen wir jetzt Insert into GB. Und zwar schaut das GB so aus: ID, Name, Betreff, Nachricht, Datum, Values. Wieder das typische Prozedere, bitte. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Zwei, drei, vier, fünf, passt. Erst ID bleibt leer. Das Name kommt rein. Die Session. Die habe ich Login genannt, wenn ich mich nicht ganz täusche. Jawohl. Die Session Login. Dann beim Betreff kommt rein der Betreff. Bei der Nachricht kommt rein Nachricht. Und hier hinten kommt rein das Datum. So, wie man das Datum macht, zeige ich noch ganz kurz. Das Datum ist gleich Date. Und jetzt die einzelnen Sachen: Tag, Punkt, Monat, Punkt, Jahr, Komma, Leertaste mache ich einfach mal Stunde, Sekunde. So, kleines d ist der Tag in zwei Stellen, großes d wird da ausgeschrieben, soweit ich weiß. Ach ja, lest es bitte auf Google nach, ich will das jetzt nicht alles extra erklären. Das Ganze noch in Anführungsstrichen. Und ja. So. Wenn das alles fertig ist, dann sagen wir if query ist gleich true. Gib mir aus Echo Eintrag erfolgreich. Und wir refreshen die Seite einmal. Meta HTTP minus equiv ist gleich refresh content gleich 1 Semikolon. Wie war die member.php? Genau. So. Gut. Das heißt, wir können schon mal was reinschreiben. Jetzt müssen wir das allerdings noch ausgeben können. Und das geht dann so. Wir schalten wieder zweimal, machen wieder ein neues PHP-Skript auf, schreiben da jetzt rein. Ich habe die Verbindung noch nicht getrennt, fällt mir auf. MySQL Close Connect. So, hier ist es.
Jetzt ist die auch fertig. Jetzt ist die auch geschlossen. Und jetzt, um das Ganze auszugeben, haben wir auch wieder ein Connect. Das verwenden wir uns auf ein neues Con, damit ich das nicht überschreibe. MySQL Connect. Ich übernehme das gleich. So, machen wir wieder eine Query. Ist gleich mysql-query select alles from gb. Einfach nur alles holen. Jetzt in eine While-Schleife setzen. While. Dann nennen wir das row. Ist gleich mysql-fetch associate query. Wenn er das macht, soll er sagen Name, also User ist gleich Row Name, Betreff ist gleich Row Betreff, Nachricht ist gleich Row Nachricht. Ich setze jetzt einfach nur diese Felder, also der Inhalt von diesen Feldern, in eine Variable. Nachricht und Datum ist gleich Row Datum. So. Nachdem ich das gesetzt habe, sage ich jetzt, ich gebe das immer ganz gerne in Tabellen aus. Das heißt, ich sage jetzt hier oben Echo. Überhalb dieser While-Schleife schon starte ich die Table. Sage die .tr, th als Überschrift. Und sage Daten des Eintrags, slash th. Und noch eine th für die Nachricht itself. Wir können das TR auch schon wieder schließen. Dann lasse ich das einfach mal so und sage jetzt hier unten Echo, also während er die While-Schleife macht, sage ich eine neue TR, sage ich jetzt eine TD, slash TD, TD, slash TD und slash TR. Und unterhalb dieser While-Schleife sage ich nochmal ein Echo, damit ich die Tabelle auch wieder zubekomme. Slash Table. Voila, die Tabelle ist fertig. Und wir tragen, jetzt müssen wir nur noch auswählen, was wir eintragen. In die erste TD tragen wir ein von User, also diesem Nutzer, Komma, Break Datum, Break Betreff Doppelpunkt Betreff Betreff gleich Betreff, hier hinten zwei Breaks. Von User am Datum und Betreff. Im zweiten steht einfach nur die hoppala, Nachricht. Und soweit ich mich erinnern kann, dran jetzt sind wir fertig. Oder auch nicht. Zeile 61, Moment. Zeile 61. If. Ach, ich glaube, ja. Ich habe mal wieder das Semikolon hier oben vergessen. Wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt das Video nochmal stoppen und den Code euch nochmal anschauen. Denn soweit ich weiß, bin ich jetzt fertig.
Richtig. Daten und Nachricht. Ich gebe dem noch mal eine bestimmte Breite. Style gleich width Doppelpunkt 30%. Und die komplette Tabelle erhält Style width Doppelpunkt 80% der Seite. So, Daten, Nachricht. Wenn wir schon bei Style sind, haben wir noch eine Border Doppelpunkt. Ein Pixel Solid. So, Sie sehen es, die Daten und die Nachricht. Sieht jetzt nicht gerade gut aus, aber es ist zumindest Warentest. Das heißt, jetzt in der Member.php, ich bekomme Bilder angezeigt, bekomme Login und kann mich ins Gästebuch eintragen. Mit dem Betreff Testeintrag und der Nachricht Hallo und herzlich willkommen in meinem Tutorial über PHP. Gästebucheinträge. Ausrufezeichen. Normalerweise könnte man jetzt im PHP-Skript noch sagen, alle Es und Umlaute wandelt man um in die Zeichen und so halt, wie wir es halt gewohnt sind, und sagen wir eintragen. Da steht hier drin, Datennachricht von Flo. Träge erfolgreich. Von Flo am Okay, Moment. Das habe ich schon zweimal gepostet. Naja, jedenfalls kann man das dann so ausgeben lassen. Ich frage mich bloß gerade ernsthaft, warum er mir das nicht ausgibt und es auch richtig ausgibt. Noch kurz eine Margin von 5 Pixel. Naja, er schreibt es mir jedenfalls rein. Und er macht mir jetzt. Ich glaube. Naja, und wenn ihr das dann so fertig habt, auf meiner Website, wenn man sich hier eingeloggt hat, hier kann man sich übrigens registrieren, wenn man sich dann da eingeloggt hat, ist das hier ebenfalls so, hier hat man ein Gästebuch, man kann sich in das Gästebuch eintragen, wie ich auch gerade schon gegeben habe, man kann auch optional noch ein Bild anhängen, sich dann eintragen und dann in der Benutzer, beziehungsweise im Gästebuch hier, sieht man seine Einträge. Momentan ist noch keiner vorhanden, da ich die Seite noch nicht öffentlich gemacht habe. Aber ja, so funktioniert das. Und jetzt sehen wir mal, hier drin stehen jetzt die Einträge. Voilà, mit Datum wohlgemerkt. Ja, dann sage ich mal wieder, danke fürs Zuschauen, bitte kommentieren und abonnieren. Und jo, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.